Guten Tag, werte Gäste der Meson Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen ja, zu einem neuen Keine Anime Review. Heute dreht, ich, dreht es sich wieder einmal um eine OVA. Und diese OVA wird gereviewt im Namen von Shoutout an dich, Don Zenilo, a.k.a. The Dark Blacksmith. Ich, ähm, ja, das ist mein kleines Vorweihnachtsgeschenk an dich. Ich habe mir gedacht, was könnte ich persönlich dem guten Don Zenilo denn für eine Freude machen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir einfach mal einen Anime an, eine OVA, die, wo, wo ich ganz genau weiß, ähm, die hat der gute Don Zenilo mal erwähnt. In irgendeiner seiner älteren äh, Videos vor allem. <laughs> Weil ich eine Zeit lang habe ich mal die älteren Videos von ihm durchforstet, quasi nachgeholt. So Stück für Stück. Ähm, und ähm, dementsprechend. Ja, hat er irgendwann mal das, bin ich mir hundertprozentig sicher, Dragon Half oder Dragon Half erwähnt. Und ähm, ich habe mir prompt den, das Ganze gekauft, weil ich muss auch immer wieder sagen, ich bin, fühle mich irgendwie heimisch in diesen alten ähm, Fantasy-RPG-Anime. Die fühlen sich einfach noch irgendwie gut an, nostalgisch auf eine gewisse Art und Weise, wobei ich nicht wirklich weiß, mit was ich diese Nostalgie letzten Endes verknüpfe, höchstwahrscheinlich mit wirklich alten Rollenspielen wie Fantasy Star oder Final Fantasy oder sowas, also nicht die aktuelleren Sachen, sondern die, die älteren, die 2D, 8-Bit, 16-Bit, was weiß ich, Bit-Generationen und, ähm, in, der, in dieser zeit kamen halt einfach wirklich schöne sympathische gute wie auch weniger gute ähm, ja fantasy abenteuer bei rum und unter anderem zähle ich da definitiv dragon half dazu Bevor wir da jetzt aber in die Tief gehen, erstmal kurz die Daten. Der Dragon Half ist eine OVA mit insgesamt leider nur zwei Episoden. Das Ganze ist eine ja, reine Parodie der Fantasy-Klischees, sage ich mal, und sehr viel Comedy. Und ja, genau, das ist im Grunde das, es eigentlich ganz gut. Das Ganze wurde 1993 in Japan ja released. Und ähm, wurde produziert von Kadokawa Shoten und den bekannten Studios Production IG. Das Ganze basiert, also der Anime basiert auf einem Manga und man merkt eigentlich auch allein anhand dieser zwei Episoden, die je, je pro Episode 27 Minuten gehen, äh, merkt man dem Ganzen schon an, ja... Das wird, wohl, das wird wohl eindeutig eine Werbung, eine Werbeaktion sein für den Manga, was es letzten Endes nun mal ist. Der Manga äh, ist in sieben Bänden abgeschlossen, kam 1988 raus, also quasi schon wesentlich vorher. Und äh, wurde von Ryusuke Mita gezeichnet und auch erschaffen äh, allgemein. Ähm, Genau, und wer doch mal es genau haben will, ich hatte das schon mal in einem Video, aber ich erwähne es gerne nochmal. Dragon Half wurde auf Englisch lizenziert bei Seven Seas und die bringen das im, ja, im Dezember eigentlich schon, also insgesamt in drei Omnibus-Bänden raus. Und der erste Omnibus-Band kommt am 26. Dezember, wird der Released, also für uns quasi im Januar. Oder vielleicht. Ende Januar. So, also für Leute, die eben halt via Amazon bestellen und nicht direkt quasi die, ja, die, die Händler abforsten. So, ähm, das waren nochmal die Eckdaten dazu und jetzt würde ich sagen, lege ich mal los. So viel loszulegen gibt es eigentlich gar nicht. Es dreht sich um Mink, die Tochter eines, ja, was soll man sagen, eines roten Drachen und eines Drachentöters. Die Geschichte wird auch am Anfang gleich ganz kurz erklärt. Es geht darum, der König hat damals einen Helden ausgesandt, einen sogenannten Drachentöter, der sollte den roten Drachen töten. Dieser wollte den Auftrag auch ausführen, aber hat sich blöderweise halt in diesen roten Drachen verliebt und die haben Kinder gekriegt und daraus entstand Mink, eine ja, ein Dragon Dragon Half, wie sie sich immer gerne nennt, also ein Halbdrache. Halb Mensch, Halbdrache, mehr Mensch als Drache. Man sieht in ihr eigentlich nur so ein Schwänzchen und die Flügel und äh, das war's. Ein, ein, ein Schweif nicht hier, nicht Futter, nein, nein, ähm, sondern ein Schweif und Flügel. So, und ähm, das ist im Grunde so der, die, der, ja, die Prämisse. Mehr gibt es eigentlich nicht. Die Hauptprämisse ist, wir haben eben halt einen, einen Halbdrache, Halbmensch-Mädchen namens Mink, die eben sich ziemlich arg verliebt hat in einen weiteren Drachentöter des Königs, der halt so typisch Bichonen aussieht, richtig wie wie dein wie der Held in der glitzernden Rüstung, so typisch Klischee halt. Und jetzt kommt Windows dazwischen. Dankeschön Windows, sehr nett. Ähm, <laughs> es ist finde ich mal wieder schön, dass es mich daran erinnert, dass ich äh, irgendwelche Einstellungen habe, da die Windows nicht so gefällt, aber mir und mir jedes Mal sagen möchte, dass ich das unbedingt ändern sollte. Und ich sag, nein. So. Ähm, zurück dazu, ähm, sie verliebt sich nun mal in diesen Drachentöter und äh, dieser Drachentöter ist gleichzeitig auch noch Popstar. Wer hätte es gedacht, quasi ein männliches Idol in dieser Welt und es ist halt, es fängt halt, es ist halt alles so Banane. Es ist, der singt quasi mit seinem Schwert. Also der hat unten an seiner, an seinem Schwertgriff, hat er halt ein Mikrofon. Es ist halt einfach so bescheuert. Ähm, es ist auch, ja, allgemein, das ganze Ding ist bescheuert. Es ist ein reiner Gag-Comedy-Anime, der halt locker, luftig daherkommt und ein paar echt gute Gags hat. Es macht Spaß, die Welt ist sympathisch, die Charaktere sind bescheuert, einer ist dümmer als der nächste. Du hast zum Beispiel einen bösen König, der unbedingt die Drachen, die, die irgendwie, nee, den Drachentöter, den er rausgeschickt hat, damals töten will, damit er. Er den Drachen heiraten kann. So bescheuert. Und, oder er hat irgendwie, er hat damals, ohne dass er es wusste, mit einem weiblichen Slime Liebe gemacht und seine Tochter ist halb Slime, halb, halb Mensch. Ja, in der Gruppe von Mink gibt es eine, eine Elfin, die, wenn sie Zaubersprüche macht, grundsätzlich nicht ihr Ziel trifft, sondern entweder sich selbst oder ihre Freunde. Das ist fast schon aus Prinzip. <laughs> Dann hast du ein kleines Mädchen, das noch in dieser Gruppe dabei ist, also ihre besten Freundinnen quasi. Die es ähm, ist, ist zwar wesentlich, ist ja noch ein kleines Mädchen ja, aber sie ist halt noch schon in voller Rüstung, weil ihre Eltern übelst die Helikopter-Eltern sind. Es wird nicht großartig thematisiert, aber es wird in einer Szene mal ganz gut bewiesen, warum sowas nicht so ganz gut ist oder eine schlechte Idee ist. Und äh, lauter so Sachen. Es ist es ist super bescheuert, aber es hat einen richtig guten Humor. Ich habe mir das ganze auf Japanisch angeguckt. Ich habe mir die deutsche Synchro jetzt nicht gegeben, weil ich gerade bei Comedy dann doch irgendwie gerne die japanische Fassung habe, weil gerade, ich meine, sind immer ehrlich, gerade schnelle Comedy funktioniert auf Japanisch einfach am besten, weil das vor allem auch so ein bisschen die japanische der ja, japanische Humor ist und der lässt sich sehr schwer auf Deutsch widerspiegeln. Ich habe mal kurz reingehört, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte mir es glaube ich auch nicht länger angeguckt. Ähm, also auf Deutsch. Ich will da jetzt auch gar nichts sagen, bestimmt haben die Leute von ADV Films oder wer auch, äh, ja, wer auch für die Synchro verantwortlich ist, äh, für bestimmt gute Arbeit geleistet für die damaligen, für die damaligen Verhältnisse. Ähm, ich kann das äh, schwer eingliedern, weil ich habe jetzt auch nicht allzu viele ähm, Anime in dieser, in dieser Zeitspanne von damals. Ähm, aber ja, wer es halt auf Deutsch gucken will, der kann es auch jederzeit auf Deutsch gucken. Also da ist äh, gar kein Problem. Um, ja und das ist eigentlich achso ja habe ich schon erwähnt dass der 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 Schönling der Drachentöter äh, auf den Namen Dick Saucer hört ich habe mich mal schlau gemacht, weil es ist gerade im amerikanisch-englischen Bereich wird dieser Name natürlich sehr belächelt. Äh, Dick zum einen, ne, also die andere Form von, von Schwanz und Saucer, ne, Dick Sauce. Also ist es schon irgendwie ein bisschen offensichtlich, aber ich glaube nicht, dass die Japaner so weit das da gegangen sind. Und zwar ist es folgendermaßen: ähm, Ich erkläre euch kurz, ähm, ich denke mal schon, dass das eine gewisse humoristische Art auch ist, der Name, aber tatsächlich ist es so. Dick ist ein Name, der damals, gerade zu Zeiten von Dick Tracy, wer das zum Beispiel kennt, durch, die, durch den Film zum Beispiel oder die Comicreihe, ähm, war Dick eine Zeit lang ein sehr bekanntes und beliebtes Wort in Amerika und Umgebung. Und ähm, dementsprechend haben die Japaner auch... Sehr gerne in wirklich muss man mal drauf achten. Ich kann euch jetzt kein Beispiel nehmen, aber ich weiß, dass, das, dass der Name als Dick schon oft in Anime und Manga genutzt wurde, weil er einfach so eine Art Coolness rüberbringen soll. Heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so richtig, heute hat es eher einen anderen Begriff. Damals war das noch ein bisschen, ich sag mal, noch nicht mit dem männlichen Geschlechtsteil so sehr in Verbindung gebracht. Und deswegen war das damals cool. Und Saucer ist natürlich noch ein coolerer Name, weil zum einen ähm, Sorcerer klingt das einfach auf Japanisch für die halt richtig nice und cool und zum einen, äh, zum anderen gibt es, ich glaube, diverse Spieletitel, wo die Helden einfach auch super coole Schweine sind und auch Sorcerer irgendwie als Nachname haben. Also das hat auch irgendwas damit zu tun. Die haben sich einfach geguckt so, oh gut, ist es cool, okay, passt. Also im Grunde haben sie einfach Schweine -coole Namen genommen und haben sie einfach kombiniert und haben sie dem Typen gegeben. Weil der in den Augen von Mink eben halt so derbe, krass ist. Er ist jetzt gar nicht mal so super, aber das ist ja meistens der Fall. Und ja, ähm, was waren meine Highlights? Ich muss sagen, meine Highlights ähm, war eigentlich so, so das Ganze. Es war einfach alles durch die Bank weg, unterhaltsam, lustig. Ähm, Witzig, die Chibi-Figuren sind, sind putzig, sind, aber passen auch super gut zu dieser, zu dieser ähm, zur Comedy dazu. Rosario war mein absoluter Favorit, der, die rechte Hand des Königs. Und ähm, der ist einfach, oh, der ist großartig, der kommt an, Original. Ich, ich, ich muss es einfach erzählen, weil ich habe mich wirklich totgelacht. Er kommt original, er wird angekündigt, ne, hier so seine rechte Hand, so, und das am geilsten finde ich immer, wenn die so extrem seriös reden und so extrem, also so seriös gezeichnet werden. Und dann kommt irgendwas Dummes und dann haben die auf einmal diese Chibi fressen und ah, das ist großartig. Ich liebe den Humor und das ist super. Und er kommt halt rein, wird halt so vorgestellt, es kommt so dieses, dieses, dieser Dampf, dieses Magic Rauch und so. Und dann siehst du einfach, das ist auch so ein Gag, den die öfter bringen. Dann ziehst du einfach so einen Eimer, wo der Eimer auf dem Eimer drauf steht, ähm, oh, was es? Äh, flüssiger? Ah nee, äh, ah, trockeneis. Genau trockeneis steht drauf und es dampft halt so. Und, und äh, wenn also dann geht, nimmt er seinen Eimer mit trockeneis wieder mit. <laughs> Das ist so geil, einfach. Also, er hat nicht wirklich magische Kräfte oder so, sondern es ist einfach. Uh, oder irgendwie gibt er, will er Mink vergiften oder sowas und gibt ihr einen, einen, einen Gifttrank. Aber da das natürlich kindgerecht oder so sein soll, steht er halt nicht, ist es halt kein Gifttrank, sondern es ist einfach Abführmittel. <laughs> Weil er halt nicht wirklich zaubern kann, er hat dann einfach Abführmittel. Das steht dann da einfach noch so drauf: Abführmittel. Das ist so, ja muss man mögen, aber ich find's, es ist so plump, dass es wieder genial ist. Es macht richtig Spaß. Ich freue mich super krass auf den Manga Dragon Half. Ganz ehrlich, ich freue mich richtig richtig drauf. Ich habe so Bock drauf bekommen durch den Anime und ich denke auch mal, das war der Sinn dahinter. Und ähm, ich habe nur gehört, dass der Anime, äh, der Manga teilweise dann doch so ein bisschen noch lesbarer ist. Also es ist nicht basiert nicht auf nur Gags, es sind Gags drin, aber es basiert nicht nur auf nur Gags und der, die OVA ist halt eigentlich permanent gaglastig. Da gibt es eigentlich nichts, was man irgendwie ernst nehmen kann. Alles aber sehr sympathisch gemacht und schön und ja, das Ending ist einfach ähm, Beethoven mal anders, mal sehr anders, mal sehr sehr anders. Und was man auch sagen kann, ich liebe den Zeichenstil, verdammt, ich liebe den Zeichenstil. Der hat was Großartiges. Ich liebe es, wenn man wenn man den Zeichenstil erkennt irgendwie. Also wenn wenn er wenn da ich sag mal seriös gezeichnet wird, haben sie schon spitze Füße, also es ist schon alles relativ spitz, das Design, spitzes Kinn, spitze Nase, muss man mögen, ist, finde ich aber urig und irgendwie sympathisch. Wie gesagt, es ist halt einfach was, was anderes. Und ähm, was man halt auch sagen muss, in der Chibi-Version, oh mein Gott, das ist einfach, mit diesen Füßen könntest du die Wand durchbohren. <laughs> es ist großartig. Es ist einfach, es ist super. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz. Legen. Es ist nicht wirklich teuer, man kann es ganz gut kaufen und äh, von daher, ja, würde ich es einfach mal wirklich blind empfehlen, wenn ihr mal gut lachen wollt und ihr Bock auf Fantasy habt, das ist sowas. Ich wollte mal eine Fantasy Week machen, dann ist mir aber aufgefallen, ich will mir diese Fantasy Anime und Manga eigentlich nicht so in einer Woche jetzt zudröhnen. Das ist sowieso das, was ich ein bisschen negativ finde an dieser ähm, Week-Geschichte, an dieser Themenwoche. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen weniger von machen sollte weil ich einfach so viel mir vorne wegnehme, worauf ich mich eigentlich freue. Zum einen freue ich mich, dass ich es gelesen habe, zum anderen finde ich es aber nicht so schön, weil eins weniger ist. Und gerade in der Fantasy-Richtung, in dieser ja, mit Drachen und Elfen und so weiter gibt es dann doch nicht so viel Auswahl und irgendwann wird es auch erschöpft sein. Und ich rede vor allem nicht unbedingt von den neuen Anime und von den neuen Manga, die im Fantasy-Genre hinterlegt sind, sondern die alten Manga und die alten Anime, weil die dann doch ein bisschen mehr Dungeon ⁇ Dragons-Feeling haben. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ohne Dungeon ⁇ Dragons jemals gespielt zu haben, aber ich mag dieses Feeling einfach, dieses Toll- Kien-eske und, und so weiter. Man merkt es ja auch immer, diese Anlehnungen und so weiter. Ähm, ist mir einfach ein sympathischer. Und ich muss ja hier auch sagen, mir hat auch die Com der Comedy-Aspekt halt wirklich gut gefallen. Äh, tatsächlich funktioniert das für mich bei Fantasy ganz gut, weil ja, weil ich Fantasy vielleicht, ich finde Fantasy schon eigentlich cool, aber ich nehme es nicht so ernst, wie jetzt zum Beispiel Halt das Thema Vampire, wo ich mit Comedy da irgendwie wenig anfangen kann, habe ich ja schon mal erwähnt. Bei Fantasy jedoch irgendwie sehe ich es da, seh da. Ich finde da, da sich so ein bisschen selbst drüber lustig zu machen, funktioniert für mich irgendwie besser. Ähm, aber ich liebe das Fantasy-Genre auf jeden Fall. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich freue mich auf den Manga. Ich kann es nicht mehr als wiederholen. Wenn ihr... Die, die, den Anime gesehen habt, dann äh, würde ich einfach den Manga auch empfehlen, weil der halt auch wirklich mehr zu bieten hat. Und ähm, ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf mehr Mink, ich freue mich auf mehr Rosario. Hoffentlich gibt es mehr Rosario, das wäre großartig. Und würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen, lieber äh, Don Senilo. Ich hoffe, dir hat dieses Geschenkchen gefallen, dieses persönliche. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine wundervolle Bo Vorweihnachtszeit. Und ich sage wieder einmal, ich bin René. Bis dahin und ciao. Bye-bye.